Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel Reloaded. In der letzten Folge haben wir uns ewig durchs viel zu lange Schemengehölz gekämpft und dabei über Super Mystery Dungeon geredet und uns leicht aufgeregt. Danach, wir haben dort ein Zahnrad der Zeit gefunden, aber die Zeit stand trotzdem still. Genauso wie Fragezeichen Man erfahren hat, an vielen anderen Orten auch. Rapten ist losgegangen, um die restlichen Zahnräder der Zeit zu erkämpfen. Er sagt, am besten nicht erkämpfen müssen, aber sie auf jeden Fall zu holen. Und wir sollen das verborgene Land, in dem der Zeitturm sich befindet, finden. Aber weil wir überhaupt keine Ahnung haben und vermutlich übers Meer müssen, aber auch nicht wissen, wie das jetzt geht, weil die Titanic leider schon gesunken ist, gehen wir zurück zur Knuddelluftgilde. Weil, Fragezeichen mehr und Schmünter waren sich beide einig. Sie brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Möchtest du ein Abenteuer essen? Ja, haben inzwischen fast 12 Uhr mittags. Das ist auf jeden Fall Essenszeit. So gesaved. Und zwar doppelt. Der Ingame-Safe ist halt so scheißegal, ich benutze eh nur die Safe-States. Kapitel 17. Jetzt mal im Ernst, der Name des Kapitels, finde ich, ist absolut bescheuert. Das klingt so, als hätte man die Gilde noch nie getroffen. Da wären wir, Schmünter. Die Knuddelluftgilde. Es fühlt sich an, als wären wir lange weg gewesen. Aber jetzt, da wir hier sind, ist es irgendwie schwer, da hineinzugehen. Ich meine, wurden wir plötzlich allen Interessen, die zugeschaut haben. Es wäre irgendwie seltsam, so einfach aufzukreuzen zum Motto, hi, da bin ich wieder, war kurz beim Kiosk Zigaretten holen. Nee, wir sollten uns jetzt nicht so anstellen. Wir müssen uns mit allen treffen und ihnen die Wahrheit erzählen. Okay, ich stelle mich dann über den Wachposten. Pokémon entdeckt. Was denn? Jetzt sag doch, wer es ist! Austappen. Der Fußabdruck ist von der. Was? Was denn los, Digga? Antworte mir! Was? Digga! Wohin verpisst du dich? Dieser Fußabdruck, das ist Fragezeichen, man. What? Was? Was? Ist Fragezeichen, man, und Schmünter ist auch da. Dick da, lang nicht gesehen. Erdbeben! Woo! Ich glaube, Krakelo hat was gerufen. Da ist er auch schon. Hey! Stimmt ja sogar. Was sind wirklich Schmünter und Fragezeichen, man? Ihr lebt! Ich dachte, ihr wärt tot! Schade. Wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Ich bin Donnerwetter. Okay. Leute, wir sind zu Hause. Da kommt der Großmeister. Willkommen daheim, Fragezeichen Mann Schmünter. Was? Was war das gleich? Nur einen kleinen Moment. Ich will das nicht falsch verstehen. Okay. Also, ich fasse eure Geschichte bis hierhin zusammen. Erstens, Reptane ist eigentlich ein gutes Pokémon und er sammelt die Zahnräder der Zeit, um die Welt zu retten. Ja. Und der große Zwirfunst hat nur vorgegeben, nett und hilfsbereit zu sein. Aber eigentlich soll er ein böser Spasti ohne eine echte Rolex sein. Ja, obwohl ich das nicht gesagt habe. Also war Schmünter in Wirklichkeit der Partner von Reptane. Ja? Also wollte Zwirfins sowohl Schmünter als auch Reptane loswerden. Darum nahm er sie mit in die Zukunft? Ja, und mich auch. Da
dann seid ihr Zwirfels so gerade eben entkommen und habt es aus der Zukunft gerade eben so zurück nach Hause geschafft. Ja, du hörst dich nicht so überzeugt an. Und schließlich wird dieser Planet bald... Und um das zu verhindern, sammelt Reptang jetzt wieder Zahnräder der Zeit? Währenddessen sucht ihr nach dem verborgenen Land? Ist das euer verdammter Ernst? Ja, eigentlich schon. Ah, ihr müsst schlecht geträumt haben. Was? Warum geht ihr nicht erstmal auf eure Zimmer oder eure Zimmer? Ich kann kein Deutsch und ruht euch etwas aus. Warte, jetzt mal eine Sekunde. Du denkst, wir lügen? Was wir euch gerade erzählt haben, ist die reine Wahrheit. Sicher, sicher. Ich bin sicher, ihr beide seid total erschöpft. Nach einem kurzen Nickerchen geht das wieder. Das hat nichts damit zu tun, Plaudergeil. Wir sagen wirklich die Wahrheit. Es reicht! Sag mal, ist irgendwas an der Geschichte dran, das im Entferntesten glaubwürdig ist? Ein Ort namens Verborgenes Land? Meine Nachbarn hassen mich. Ich bin der Leiter des Informationsdienstes hier und habe noch nie von einem solchen Ort gehört. Nebenbei bemerkt ist der große Zwirfin viel zu liebenswürdig, um etwas von dem zu tun, was ihr ihm vorwerft. Ja, ich konnte die Wahrheit auch nicht glauben. Es war ein Riesenschock und es war wirklich schwer zu akzeptieren. Nein, war es nicht. Aber... Ich will nichts mehr davon hören. Euer Gerede interessiert mich nicht. Der große Zwirfels hat eine echte Rolex. Das... Mal ganz ehrlich, denkt ihr zwar nicht genauso? Wie kann irgendjemand den großen Zwirfels ernsthaft für so einen Typen halten, der Fake-Produkte aus China importiert? Ich schätze Zwirfels schon sehr, ich kann das nicht glauben. Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Da sind sich alle einig. Aber... Was ist denn Sanflora? Irgendwas verstehe ich daran nicht. Das eine Mal, als der große Zwirfels vor der Rückkehr in die Zukunft stand. Es ist noch zu früh, um sich zu verabschieden. Ihr zwei, kommt mit mir. Motherfuckers! Jesus Christus! Was war... Was ist gerade passiert? Was Zwiefens damals tat, war seltsam, egal wie man dazu steht. Wirklich? Glaubst du das tatsächlich? Glaubst du nicht, dass Fragezeichen-Man und Schmünter versehentlich in das dimensionale Loch gefallen sind? Ja! Bruder, muss los! Bruder, muss los! Klar, was sonst? Junge, alter Plaudergei, bezahlt man dich fürs Kacken? Nee! Zwiffins griff nach den beiden und er hat sie reingezerrt. Stimmt. So habe ich es auch gesehen. Das war schon seltsam. Meine Güte, ich habe mich echt gefragt, warum Zwiffins sowas tat. Falls wirklich zutrifft, was Fragezeichen-Man gesagt hat, dann ergibt das Handeln von Zwiffins auf einmal Sinn. Was? Wartet mal! Das denkt ihr jetzt also? Wollt ihr mir damit sagen, dass ihr den Behauptungen von Fragezeichen und Schmünter Glauben schenkt? Nun, wie lautet die Antwort? Ich schon. Was? Okay, dann muss es falsch sein, wenn Bidiza das glaubt! Also, du behauptest also jetzt, der große Zwirfins hat keine echte Rolex? Der Junge, Donnerwetter, ich hab sicherlich eine hohe Meinung von ihm. Aber alle zwei Wochen neue Rolex hat er auch kein Geld für.
Und was auch noch wichtig ist, ja, Schmünder und Freizeitmann sind wichtiger. Also glaube ich, was Schmünder und Freizeitmann zu sagen haben. Was? Yay! Hey, 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 ich auch. Ich auch, aber ja, immerhin sind sie unsere Gildenkollegen. Yay! Ich schrei wieder unnötig laut. Ich auch. Also ich glaube ihm jetzt auch und schrei dich auch unnötig laut. Und ich erst. Es ist falsch, an unseren Kollegen zu zweifeln. Wir bauen auf Vertrauen. Ah! Danke, Leute. Danke, dass ihr uns glaubt. So, Hallöchen. Ich stehe schon die ganze Zeit hier da, aber ihr habt mich ja eh alle ignoriert. Deswegen begrüße ich euch nochmal. Dann sind wir uns einig. Hä? Wir alle glauben unseren Freunden, das ist super. Dann lasst uns anfangen, nach dem verborgenen Land zu suchen. Ja, jetzt mal Halblangenmeister. Hä, was stimmt nicht? Wir sind uns nicht alle einig. Hä? Wir haben keine Probleme mit der Geschichte. Aber vermutlich ist Plaudergei hier nicht überzeugt. Ist das alles? Macht euch über den keine Gedanken. Was? Plaudergei ist überzeugt, richtig? Weil Plaudergei die Geschichte von Freizeichen von Anfang an geglaubt hat. Richtig, Plaudergei? Was? Das ist seltsam. Nun, Gildenmeister, dich, kann man einfach nicht täuschen. Ich geb's zu. Ja, ich hab Schmünter und Fragezeichen an ihre Geschichte von ganz Anfang an geglaubt. Ja, genau. Aber wenn ich sofort gesagt hätte, dass ich ihn glaube, dann wären mir doch einfach alle gefolgt. Nein. Darum habe ich dagegen argumentiert. Ich wollte eure Freundschaft auf die Probe stellen. Ja, ja. Meine Güte, ganz bestimmt. Ja, Miliza denkt sich dasselbe wie ich gerade. Aber ohne Zweifel war ich von der ersten Minute an überzeugt. Ich wusste, dass sicher alle ihren Kollegen glauben würden. Sagst du. Schmünter, Fragezeichen, Mann, ich glaube euch. Ich bin's ein bisschen arg naiv und ihr seid gute Freunde und Gildenkollegen. Jetzt hört mal alle zu, Leute, die Zeit bleibt an immer mehr Orten stehen. Wenn ich die Geschichte von Fragezeichen, Mann, richtig verstanden habe, dann ist unsere Welt in Gefahr. Das bedeutet, wir müssen handeln. Unsere Zeit ist gekommen. Im Namen der Knuddelluftgilde. Wir werden unsere Kräfte vereinen! Wir werden das verborgene Land entdecken! Das machen wir, Leute! Hurra! Plaudergei! Jawohl! Okay, Leute, ab sofort widmen wir unsere Arbeit der Entdeckung des verborgenen Landes! Wir müssen außerdem alle wissen lassen, was in unserer Welt geschieht! Es wird hektisch, wir müssen alle hart arbeiten! Autsch, mein Finger! ja, klar. Ich schau mal in Schatzstadt vorbei. Ich werde die Neuigkeiten überall verbreiten. Donnerwetter. Ich auch. Wir müssen Tobitz und seine Freunde informieren. Falls sie wieder zurück an ihren Seen sind, könnten sie versuchen, Raptan aufzuhalten. Hey, ich erzähl's ihnen. Okay, anderen sucht bitte nach dem verborgenen Land. Yay! Pilzers und Floren, die anderen. Wenn ihr fertig seid, dann sammelt bitte Informationen zum verborgenen Land. Ja, Logo. Wir beeilen uns. Wir werden das verborgene Land zusammenfinden. Denn! Yay, Party! Alles klar, zeigen wir, dass wir Mummel in den Knochen. Au, in meinem Beinknochen, auf den ich geschlagen habe, jetzt nicht mehr. Scheiße. Sehr gut. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu enthusiastisch in diesem Spiel, ist das Problem. Wenn ich mich bei einem Dialog zweimal selbst verletze. Hey. Okay, das war jetzt ein typischer Krebskopf-Dialog. Diesmal hat er nichts außer hey gesagt. Tut mir leid, dass ich keine Informationen zum verborgenen Land habe.
Aber vielleicht weiß der weise Kurtel, der Dorfälteste, etwas. Kurtel, der Dorfälteste? Das ist das älteste und weiseste Pokémon von Schatzstadt. Er liebt die heiße Quelle, deswegen hält er sich immer dort auf. Ich bin sogar ziemlich zuversichtlich, dass ihr ihn bei der heißen Quelle finden werdet. Ach, ich erinnere mich. Ja, waren wir schon mal da. Die fette Schildkröte da. Meine Güte, ihr wurdet vom Wasser hierher getragen. Was für eine lange Reise. Lasst die heiße Quelle eure Müdigkeit wegwaschen, bevor ihr euch auf den Heimweg macht. Gute Idee, das machen wir. Vielen Dank euch. Der ist es, dieses nette alte Pokémon, das wir getroffen haben. Ihr sollt euch die Weisheit seiner Jahre zunutze machen. Fragt Kurtl um Rat. Als wir das erste Mal zur heißen Quelle gegangen sind, mussten wir durch die Wasserfallhöhle schmünter. Gehen wir vorwärts zur heißen Quelle. Aber zuerst... Es ist spät. Es wird spät und außerdem, ihr müsst Hunger haben. Hä? Digga, das klingt halt nicht mal wie Magenknurren, verdammt noch eins. Hahaha, lol, wir haben Hunger. Ihr sollt zu Abend essen und dann sollt ihr ordentlich schlafen. Morgen können wir uns alle an die Arbeit machen. Ha, lol. Leute, voll lustig. Ha, ha, ha. Was war das für ein Gag? Hilfe! Cringe-Alarm! Cringe! Ganz heftiger Cringe! Gott! So, ich save noch mal kurz. Ich wusste, dass das wieder eine sehr storylastige Folge wird, aber die sind mir ehrlich gesagt die liebsten. Es ist so lange her, dass wir in diesem Zimmer waren. Ich habe endlich das Gefühl, zu Hause angekommen zu sein. Weißt du, ich bin froh, dass alle unseren Geschichte glauben konnten. Außer Plaudergeil. Ich hatte einen kleinen Kloß im Hals. Lass uns morgen zu Kurtl gehen und ein paar Informationen von ihm besorgen. Machen wir morgen weiter, Schmünter. Der nächste Morgen. Aufstehen! Pisser! Moin. Ja, alles wieder ziemlich standardmäßig. Aber auch nur diese eine Szene. Jetzt geht die Story erneut weiter. Noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Sich jeder über seine Aufgabe heute im Klaren? Donnerwetter, ja. Ich bin sowas von bereit. Ich bin bereit. Ich bin in Form. Okay. Und dann darfst du singen. Die Leute nach dem verborgenen Land forschen und diejenigen, die das Wort zum wahren Stand der Dinge verbreiten. Ich erwarte von euch, dass ihr eure Teams der Aufgabe entsprechend organisiert und loslegt. Packen wir es an, Leute. Hurra. So gehen wir zur fetten alten Schildkröte. Wir müssen zur fetten alten Schildkröte gehen. Also ich rede jetzt nicht über mich. Machen wir uns auf den Weg. Also ich hoffe, ich muss nicht... Ich hab's so im Kopf, dass ich die Wasserfallhöhle jetzt nicht durchqueren muss. Das wäre arg unnötig. Ich meine, die Wasserfallhöhle war eine der ersten richtigen Missionen im Spiel, die zu erkunden. Wenn irgendwas absolut unnötig ist. So, jetzt brauche ich... Ja, ich lasse erstmal das Geld da. So. Kekleon. Ja, ja, alle freuen sich. Scheiß Kapitalist. Danke. Oh, falscher Knopf. Dankeschön. Was will ich lagern? Deine Oma natürlich, Alter. Hier habe ich einen fetten Haufen TMs, die ich theoretisch alle verkaufen könnte. Aber es ist eigentlich auch relativ Schnuppe. Geldprobleme habe ich nicht.
Also für die Mission jetzt brauche ich hier nichts von. Ich packe zur Sicherheit auch jetzt nichts davon ein. Wenn es wieder nötig wird, werde ich die Gelegenheit bekommen. Aber ich muss mal gucken, wie viele Sinelbeeren ich noch hier habe. Bitte sag mir ein paar. Ja, okay, das reicht. Packe ich mir auch mal ein paar mehr ein. Ich habe nur noch 3. Weil Reptile so viele gefressen hat letztes Mal. Na dann, auf zur fetten alten Schildkröte. Sonst habe ich hier in Schatzstadt, glaube ich, nichts mehr zu tun. Hier nimm nochmal meine restlichen paar Euronen. Und ja. Wohin soll die Reise gehen? Mein Ziel ist Wasserfallhöhle. Wenn ich den Dungeon echt durchqueren muss, wäre das leicht arg unnötig. Oh! Komm schon, Alter! Genau, ich will nicht wissen, wie viel Schaden das macht. Felido ist ein Wasserboden-Pokémon. Was? Ich hab locker mit 800 gerechnet. Aber jetzt mal im Ernst, wie unnötig ist das? Die Wasserfallhöhle ist einer der einfachsten Scheiß-Dungeons im Game. Okay, kann sein, dass Felino keinen Bodentyp hat und ich mir das gerade eingebildet habe. Dafür ist die Wasserfallhöhle auch nicht lang. Aber im Ernst, warum muss ich denn hier jetzt echt nochmal durchrennen? Und warum benutzt du immer einen fucking Solarstrahl? Übertreib halt noch mehr. Ah ja, jetzt macht's zumindest 600. Aber, das ist mir jetzt scheißegal, wie viel das macht. Dein Solarstrahl ist geblockt für die Mission. Alter, macht dir viel Schaden. Sag mal, Fragezeichen, man. Kriegst du gerade das Kackviechlicht down? Glückwunsch. Das hätte ich vermutlich sogar mit einem normalen Hit getötet. Aber jetzt in meinem Ernst, wenn die Wasserfallhöhle mich hier jetzt unnötig lang aufhält, dann muss ich aber ganz weit los. Da liegt Geld im Wasser, schön komme ich nicht dran. Juckt mich aber auch nicht. Oh nein, 2 Schaden, was tue ich jetzt nur? Jetzt in meinem Ernst, das hier ist einfach die freaking Wasserfallhöhle. Warum? Was haben die Entwickler sich dabei gedacht? Dachten die, kommt hier, das ist so einer der einfachsten Dungeons im Game. Den haben wir erst einmal benutzt. Alle anderen zwar auch, aber scheiß drauf. Hier schicken wir den Spieler jetzt zum Finale des Spiels nochmal hin. Weil wir nähern uns wirklich sehr, sehr stark dem Finale. Kapitel 20 müsste das letzte sein, das was... Und ich realisiere erst nach einer halben Stunde, dass das gerade ein Belebersamen war. Ich glaube, Kapitel 18 sind wir gerade auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher, dass 20 das letzte ist. Ja, sonst fehlt nicht mehr viele Folgen, dann sind wir durch mit dem Game. Also mit der Hauptstory, die Bonusstory wird auch nochmal einiges fressen. Nein! Was will ich denn mit dir, du Haufen? Geh doch einfach Alter, Fragezeichen-Man. Fragezeichen-Man! Junge, was ist denn los? Meine Geräusche, Alter. Digga. Ich schmeiß diese fette Schildkröte. Der ist gleich kein Teil mehr von Team Gelb, Walcott. Der fliegt hier gleich raus. Dieser hässliche Kleine. Warte, eine Sinelbeere ist auch gute Sache. Sollte man nicht... Okay. Okay, wenn du willst. Lecker Käfer. Ich habe keine Ahnung mehr, wie weit die Wasserfallhöhle war, aber bestimmt nicht mehr als 7-8 Ebenen. Also im Vergleich zum Schemengehölz letzte Folge
Fragezeichen-Man scheint gefährlich zu sein. Nimmt deswegen keinen Schaden. Und das war beim ersten Mal noch so geil. Fragezeichen-Man scheint gefährlich zu sein. Bam, 120. Nee, nicht 120. Oder doch. Auf jeden Fall irgendwas in die Richtung an Schaden. Ja, scheint ziemlich gefährlich. Und diese Viecher hier sind so unnötig. Die machen mir halt eh nur einen Schaden. Und jedes von diesen Kackviechern will dann auch noch meinem Team beitreten. Und wer hat dir erzählt, dass ich jemanden wie dich will? Deine Großmutter, Alter. Ah ja, gutes Commentary wieder. Gute Laune, gutes Commentary. Kurtel will ich heute auf jeden Fall noch besuchen, dann ist die Folge auch rum. Vor allem wird es auch nicht mehr lange dauern. Echt jetzt? Eine 8. Ebene gibt es auch noch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt die letzte sein wird. Alter, Fragezeichen, man. Wie oft verfehlt der heute? Alter! Du! Alter! Alter, ich bin gerade... Wir sind hier in der Wasserfallhöhle. Und Fragezeichen, man kriegt's trotzdem nicht geschissen. Der kann alles locker one-hitten und sowas, aber er trifft einfach jede 18. Attacke. Danke. Heiße Quelle. Ach, meine jungen Freunde, wollt ihr eure Müdigkeit wegwaschen? Oh, nicht? Ich verstehe, ihr sucht meinen Waisenrat. Nun, es gibt keinen besseren Ort als diesen, wenn ihr eure Geschichte mit jemandem teilen möchtet. Ah, ich verstehe, das verborgene Land, sagt ihr. Ich hab davon gehört. Wirklich? Das verborgene Land ist ein wahrlich legendärer Ort. Es ist bestenfalls eine lückenhafte Überlieferung, die von Mund zu Mund weitererzählt wurde. Macht nix, bitte erzähl sie uns. Selbstverständlich. Ich kann euch nur erzählen, was ich weiß. Das verborgene Land liegt jenseits des Ozeans in einem versteckten Ort. So geht die Geschichte. Ein versteckter Ort? Ja, das verborgene Land erlaubt nur den Auserwählten, es zu finden. Um dort hineinzugelangen, muss man über bestimmte Qualifikationen verfügen. Oh, ein Ort, zu dem nur jemand mit den richtigen Qualifikationen gelangen kann? Okay, Kurtel, was sind das für welche? Es sind... was war das nochmal? Dings, du weißt schon, tut mir leid, ist mir entfallen. Oh nee, du hast vergessen. Bitte erinnere dich, Kurtel, das ist wirklich wichtig. Ihr sagt es vielleicht, aber... warte. Ihr braucht einen Nachweis. Ihr braucht irgendeinen Nachweis. Ja, das war's. Nachweis. Ein Nachweis? Nachweis worüber? Ein Nachweis über... Dings, wisst schon. Seid mir nicht böse, ich hab's wieder vergessen. Oh, du kannst dich nicht erinnern. Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Na gut, kannst du dich noch an irgendwas anders erinnern? Nein, das war alles. Vergebt mir, Kinder. Falls mir einfallen sollte, welche Art von Nachweis man braucht, lasse ich es euch wissen. Ja, bitte. Danke, Kurtel. Wir sollten zur Gilde zurückkehren, Schmünter. Kurtel konnte uns nicht viele Antworten geben. Das ist schade. Oh, das stimmt nicht ganz. Wissen, dass wir einen Nachweis brauchen und das zu wissen, ist ein Fortschritt. Richtig? Hey, wir suchen auch gerade. Ja, wir haben nichts gefunden. Aufgegeben wird nett. Wir müssen weiter versuchen, Donnerbella. Versuch's auch weiterhin. Wir sollten zu Abend essen und uns über die Nacht ausruhen. Wir machen morgen weiter. Na gut, danke, Leute. Kommt. Also ich glaube, jetzt kommt noch eine Story-Szene. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass jetzt noch irgendein Dungeon oder so kommt direkt. Ah.
Immer wieder die Ladezeit. Wir kommen nicht, woran wir gehofft hatten. Als wir mit Kurtel sprachen, dachte ich, es gibt noch Hoffnung. Ich wüsste gern, wie es Raptainer geht, ob er die Zahnreha-Zeit eingesammelt hat. Auch wir müssen uns beeilen. Aber es gibt keinen Grund, uns nervös zu machen. Besonders da jetzt alle mithelfen. Wir sollten ein bisschen schlafen und morgen mit frischem Mut weitermachen. Okay, Schminter, gute Nacht. Tja, läuft wohl nicht so. Aufstehen! Nein. Ja, weiter geht's. Ich will hier jetzt, wie gesagt, noch... Die letzte Folge war schon ein bisschen länger. Mach mal jetzt auch noch mal. Komm. Warum nicht? Jetzt wird geböllert, meine fetten Kinder. Machen wir es kurz. Das verborgene Land bleibt uns weiterhin ein Rätsel, aber wir geben nicht auf. Hurra. Lasst uns das heute rausgehen und weiterforschen. Gehen wir, Leute. Hurra. Wo sollen wir heute nachforschen, Schminter? Wir haben doch schon mit Kurtel gesprochen. Uns fehlt jede Spur. Pokémon entdeckt, Pokémon entdeckt. Ja, die Szene. Was denn für einer? Der Fußabdruck gehört Kurtel, dem Dorfältesten. Was, Kurtel ist hier? Hab ich euch endlich eingeholt. Diese Stufenzugilde sind nichts für meine alten Knochen. Was führt dich hierher, Kurtel? Hast du dich an was erinnert? Das habe ich tatsächlich. Aber mir ist leider noch eine winzige Kleinigkeit eingefallen. Gestern betrachtete ich das Wasser der heißen Quelle lange und eingehend. Schließlich kam meine Erinnerung wieder. Aber es ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Ich frage mich, ob es sich überhaupt lohnt, sie euch mitzuteilen. Kein Problem. Jede Information hilft uns weiter. Ganz egal, wie klein sie auch ist. Zeigen sie nicht so klein ist wie Fragezeichen Mans Gehirn. Komm, rück raus. Als wir gestern über die Reise zum verborgenen Land sprachen, da sagte ich euch, dass ihr dazu Nachweis bräuchtet. Mir fiel noch was zu dem Nachweis ein. Der Nachweis trägt eine Inschrift mit einem bestimmten Muster. Ein bestimmtes Muster? Hey, was für ein Muster soll denn das sein? Wie kann ich es beschreiben? Es ist schwer zu beschreiben, aber ich kann euch sagen, dass es recht kompliziert und ungewöhnlich ist. Es ist ein seltsames Muster, eins von der Art, die man selten sieht. Von der Art, die man selten sieht? Donnerwetter! Man sollte meinen, ich könnte mir sowas vorstellen. Aber sich so eine Vorstellung vorzustellen, ist gar nicht einfach, weil man versucht, es sich vorzustellen. Was könnte es sein? Ein Muster von der seltenen Art. Wie könnte ein solches Muster aussehen? Muster der seltenen... Warte mal. Ein seltsames Muster? Ich erinnere mich damals. Jetzt kommen die Flashbacks. Und zwar von ganz am Anfang. Und eines Tages gelangte ich dann zufällig an dieses Reliktfragment. Zugegeben, es sieht nicht so wertvoll aus, aber sieh genauer hin. Siehst du, auf dem Stein ist ein merkwürdiges Muster, nicht wahr? Stimmt, da ist ein merkwürdiges Muster. So ein Muster habe ich noch nie gesehen. Das Reliktfragment hat nur ganz am Anfang des Spiels einen Auftritt gehabt. Und danach nie wieder. Aber jetzt. Das ist es. Auf dem Reliktfragment war ein seltsames Muster. Was ist los, Schminter? Was, mein Reliktfragment? Richtig, dieses Muster. Verzeihung, könntest du dir das hier mal ansehen? Oh, das ist es. Das muss ein Muster genau wie dieses ist es. Was? Wo hast du das her? Nun, ich bin nicht sicher, ob ich mich daran erinnere. Ich habe das zufällig aufgesammelt. Du meine Güte, das ist fabelhaft. Der Fragezeichenmess-Besitz bedeutet das etwa, Fragezeichenmess dazu qualifiziert, zum verborgenen Land zu gelangen? Das kann ich nicht wissen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Um zum verborgenen Land zu gehen, muss man diesen Nachweis sicherlich besitzen.
aber es bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Besitzer des Nachweises qualifiziert ist als Auserwählter. Sein Nachweis könnte einfach der physische Schlüssel für das verborgene Land sein. Ich hasse den Unterschied. Aber sogar schon vorher hat er das gleiche Muster wie die als Inschrift. Es gibt keine gesicherte Verbindung zwischen dem Reliktfragment und dem verborgenen Land. Oh, aber steht es dann außer Frage, dass dieses Muster etwas mit dem verborgenen Land zu tun hat? Das zu wissen ist doch schon etwas. Zumindest nehme ich das an. Moment, ihr seid euch bewusst, dass das verborgene Land nur eine mündliche Legende ist, richtig? Versucht sicher nicht, das verborgene Land zu finden? Doch, das tun wir. Ja, Knutluft so ganz chillig. Ja, natürlich. Meine Güte, was für eine Überraschung. Klaunergeil, dieses Muster, wir haben es schon irgendwo gesehen, oder nicht? Bitte was? Ja, der Meeresarm im Nordwesten. In der Salzwasserhöhle. Aber Gildenmeister, dieser Ort. Ja, ich weiß, dieser boshafte Bandit war dort. Der boshafte Bandit, Alter. Sonnenbrille, Depp. Ein boshafter Bandit, Donnerwetter. Hör mal bitte alle zu. Ich hab dieses Muster in meinem Ort namens Salzwasserhöhle gesehen. Wir können wohl mehr herausfinden, wenn wir das Reliktfragment dorthin bringen. Es gibt da allerdings ein Problem. Da schleicht ein Pokémon herum, das ein boshafter Bandit ist. Hey, 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 davon lassen wir uns keine Angst machen. Ja, sind wir keine Erkunder. Wir müssen nur tapfer sein. Yeah. Und Kurtl steht da. Was ist hier los? Danke, Leute. Aber dieser Ort ist eine Herausforderung. Wir sollten uns heute Zeit nehmen, um es für morgen bereit zu machen. Wir werden uns zur Salzwasserhöhle begeben. Je! Ich dachte, das verborgene Land sei nicht mehr als Folklore. Das Alte hat meinen Geist unbeweglich werden lassen. Es ist sehr traurig. Das alles lässt mich an die Tage zurückdenken, als ich von Romantik und Abenteuer träumte. Helft mir, meine Träume zurückzubekommen. Gebt euer Bestes. Ich bin dann weg. Ja, kannst auf uns zählen. Oh, meine Rücken. Danke sehr, Kurtl. Oh, nicht der Rede wert. Ah, mein Kreuz! Alles klar, Leute. Nutzt den Rest des Tages zur Vorbereitung. Wegrennen! Woo! Jawohl, ja. Wir machen uns bereit, Donnerwetter. Aber ja, das wird so aufregend. Tschüss. So. Und das reicht jetzt auch wirklich. Okay. Plaudergeil. Plaudergeil setzt sich morgen in der Gilde auf Abruf bereit. Gildenmeister, verzeih mir, wenn ich offen spreche, aber bitte lass mich zur Salzwasserhöhle mitgehen. Nein, ich kann dich niemals wieder einer solchen Gefahr aussetzen. Aber genau deswegen! Deswegen muss ich dabei sein! Bitte nimm mich mit zur Salzwasserhöhle! Okay, hast mich überredet. Dann möchte ich, dass du morgen mit Team Gelbwallcode gehst. Für das Team von Schmünter dorthin, wo wir das seltsame Muster gesehen haben. Ich möchte aber, dass du vorsichtig bist. Dankeschön, ich werde dich nicht enttäuschen. Noch was. Ich hab was zu erledigen, deswegen muss ich nach draußen. Du hast das Kommando, solange ich weg bin. Wie du wünschst. Also, so stehen die Dinge. Ihr beide geht morgen mit mir. Die Mitglieder von Team Gelbwallcode, die nicht der Gilde angehören, dürfen nicht mitkommen. In der Salzwasserhöhle liegt ein heimtückischer und bosshafter Gegner auf der Lauer. Niemals die Deckung fallen lassen. Und tut nichts, was mich davon abhalten könnte, dort Erfolg zu haben. Okay, ich weiß jetzt schon, dass du meine restlichen Belebersamen wegfressen wirst, du Haufen Scheiße. Schmünter, machen wir uns bereit. Lass uns nach Schatzstadt gehen. Ja, aber in der nächsten Folge. Für heute hatten wir mehr als genug. Nächstes Mal geht es dann in die Salzwasserhöhle. Vielleicht finden wir dort einen Weg zum verborgenen Land. Wir werden sehen. Bis dann. Abonnieren, Like dalassen. Ciao.